früher war vieles besser. So heißt es manchmal, wenn wir zurückblicken, wenn Menschen von damals erzählen. Und das glaube ich nicht. Es war vielleicht manches besser und vieles anders. Aber heute, denke ich, ist manches viel offener, viel individueller, auf den einzelnen Menschen bezogen, viel mehr möglich, zum Beispiel in Sachen des Glaubens. Das war früher so eine Sache, die relativ klar war. Die Kirche sagte, zum Glauben gehört, jeden Sonntag in die Kirche zu kommen. Oder dies und das zu machen oder zu unterlassen. Und dann war nicht selten der moralische Zeigefinger da. So hat das zu sein, oder? Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Man kann heute sogar gut durchs Leben kommen, ohne zu glauben. Da ist es doch umso spannender, einmal neu darüber nachzudenken. Halt, was bedeutet denn Glaube heute für mich vielleicht? Glauben neu verstehen lernen, neu zu übersetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Beschreibung Glaube kann bedeuten, Vertrauen ins Leben zu haben, sehr hilfreich sein kann. Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und auch die, die vielleicht noch gar nicht da sind, sich auf die zu freuen. Was steckt denn da noch in mir? Vertrauen ins Leben? Vertrauen in andere Menschen, die mir begegnen, die mir vielleicht gut tun könnten, obwohl ich es gar nicht glaube oder noch gar nicht weiß. Vertrauen, dass es weitergeht, gerade dann, wenn ich stehe und denke, ich weiß gar nicht mehr weiter. Vertrauen ins Leben. Ja, auch wenn dann die Sachen, die nicht aufzugehen scheinen, ein paar Zeiten später doch im Rückblick anders wahrgenommen, trotzdem etwas hatten. Trotz Kummer, Leid, Krankheit, Schmerz. Ja, sogar wenn ich ganz weit denke, Vertrauen, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Aber ich will über das Leben vor dem Tod sprechen. Jesus hat dazu ein ganz wunderbares Beispiel gefunden, wie ich finde. Er meinte, Glaube, das ist ein Geschenk, das so groß ist. So groß wie ein Senfkorn, winzig klein. Das allein reicht schon. Ich übersetze mal, Vertrauen ins Leben nur so wenig haben kann etwas bedeuten. Und er geht in seinem Bild weiter und sagt, ein Senfkorn, das dann größer wird, von ganz allein. So groß, dass es ein Baum wird, in dem die Vögel des Himmels ihre Nester bauen. Ja, glaube als ein Baum, der mir geschenkt wird, ein Senfkorn, das nur Zeit braucht und meine Geduld sozusagen, okay, um dann daraus etwas machen zu lassen. Tolle Idee. Das würde ja bedeuten, das habe ich auch schon erlebt, dass mein Glaube Wurzeln schlagen kann und mich so festmacht, dass es mich nicht gleich beim nächsten Sturm umhaut. Wenn mich einer anmacht oder die Sachen nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, kann bedeuten, dass dieser Baum eine so schöne Krone bekommt mit vielen Blättern, dass ich nicht in der Hitze des Gefechts wieder mal durchdrehe, sondern mein Mütchen kühle im Schatten meines Baumes. Also ein solches Bild vom Glauben, neu übersetzt, heute Vertrauen ins Leben, damit kann ich doch weiterkommen, zuerst einmal. Vielleicht nur bis morgen. Wäre doch eine gute Sache. Glauben neu verstehen lernen. Und das gilt nicht nur für mich, gilt für jeden. Tolles Geschenk.